Wir beschäftigen uns mit LED-Module und da haben wir ein Verfahren entwickelt, was uns ermöglicht, ein Commodity-Produkt, also ein Standardprodukt, was sicher sehr stark im Wettbewerb ist, günstigst über eine automatisierte Fertigung herzustellen. Also hat keine konkreten Ziele gehabt, dass ich jemals selbstständig wäre. Und auch das Thema LED ist eher passiert, weil man hat ein Projekt gehabt in meiner früheren Anstellung und da habe ich gemerkt, dass es sehr viele Lücken noch gibt im Produkt oder auch in den Lösungen. Und dann habe ich irgendwann einmal ein fertiges Produkt gehabt für dieses Projekt und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach auch eigenständig zu verkaufen. Und so ist es dann eigentlich passiert und so bin ich da reingewachsen. Ich muss in einer klassischen Umgebung wie in einem Silicon Valley eine IT-Struktur bauen. Das funktioniert oft in ganz anderen Bereichen auch, wo man gar nicht glaubt, dass es da stattfinden kann. Und das ist genau der Reiz, warum man es macht. Was geht da noch mehr? Was entsteht da alles auch? Ich glaube, es gehört dazu. Also weil jeder Sportler muss verlieren. Auch dazu. Also die Niederlage braucht man, um auch, wenn man mal gewinnt, das zu spüren. Weniger denken, einfach einmal tun. Also das Risiko einfach einmal in irgendeiner Form abschätzen und dann einfach einmal probieren. Es ändert nichts. Also man muss gewisse Dinge einfach austesten. Man muss einfach auch das Scheitern immer im Hintergrund haben, dass es einfach dazugehört. Weil ich denke, dass es wichtig ist, besser Erster als Bester zu sein.